Wenn in einem Tagebau keine Braunkohle mehr abgebaut wird, dann ist das ganze Thema für die Region noch lange nicht beendet. Denn dann muss in der Region rundherum noch mindestens für Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn nicht sogar für die Ewigkeit, auch weiterhin Wasser abgepumpt werden und reguliert werden. Wir wissen aber eben nicht, wie hoch diese Kosten insgesamt werden können. Und deswegen brauchen wir zunächst ein unabhängiges Gutachten, was genau beziffert, wie viel Kosten da zusammenkommen. Und uns geht es natürlich darum, dass ein Konzern wie RWE, der jahrzehntelang richtig viel Gewinne eingestrichen hat, mit der Braunkohleförderung hinterher nicht die Allgemeinheit auf den Kosten sitzen lassen kann, die eben für diese Ewigkeitslasten auftreten. Die Kohlekommission tagt bereits in Berlin und soll bis Ende dieses Jahres einen Plan erarbeiten, wie der Kohleausstieg in Deutschland gelingen kann. Was bisher aber in dem Auftrag fehlt, ist das große Thema der Frage der Ewigkeitslasten, wie viel Kosten auf uns zukommen. Und der Bundesrat hat in der letzten Woche beschlossen, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, diesen wichtigen Aspekt nicht außen vor zu lassen und der Kohlekommission mitzugeben. Wir Grüne fordern im Landtag, dass Ministerpräsident Armin Laschet diese Punkte des Beschlusses des Bundesrats auch mit unterstützt und die Ewigkeitslasten und Kosten wirklich für die Zukunft gesichert sind.